Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Canterbury Infinity. Ich befinde mich nach wie vor in einer Voraufnahme, habe jetzt nur eine kurze Pause gemacht. Und jetzt werden wir weitermachen. Aufgehört haben wir bei unserer Plantage. Was haben wir da? Wir haben da alles schön weggekramt und der Dach gestellt. Jetzt haben wir überall noch ein Wasser rein. Dann schauen wir, dass wir eine Palette noch holen, die zur Plantage bringen. Dann passt das alles. Dann schauen wir halt die anderen Firmen auch ein bisschen durch. Mit alles schön läuft und alles schön passt. Ja, so da. Ja, mein Zahner, Trinkwasser, leer, schon klar. Aber ich hab dort ein bisschen was daneben im Brunnen, das wir nachher einfach hernehmen. Die Ansicht, der ist besser. Die Arbeit jetzt. Da liegt noch schön Kompost herum, also das passt. Sind da noch ein paar Paletten? Scheiße. Geht schon. So, da ist auch ein Palettel drinnen noch, das da. Da, auch noch ein Paletten drinnen, dorthin. Sieht wohl, glaube ich, haben wir keine mehr. Ist schon fast leer. Also da müssen wir sie ja nachher tun. Ja, noch. Passt, da haben wir jetzt einen Rest eine. Stellen wir einen LKW. Da erinnern lassen wir nicht. Lassen da draußen wo mal stehen. Wir stehen da jetzt aus und nehmen unseren Case, was wir vor 2 Tagen neu erworben haben. Also gesagt, einen Austausch gemacht haben. Denk du mal ein. Dann können wir eine Paletten holen.
Der mittlere Spiegel, der ist gemalt, der Dagmar. So, da. Dann haben wir wieder die Außenansicht. Der ist nämlich besser. So. Das habe ich mir gedacht. Das steht nämlich super da. Bursche. Passt. So, da. Jetzt zwar keinen Omega, aber das geht ja so auch. So. Einschalten. Ausschalten. Passt, er geht nicht auf. Kommen noch einmal wieder dann. Zuckerpaletten sind voll. Okay, das machen wir nachher. Bevor es Home gefahren wäre, wäre er schneller gewesen, oder? Erst vor kurzem gekauft und schon so dreckig. Ein Wahnsinn. Hätte mal noch eine halbe Stunde in Benutzung. So, wie viele Paletten haben wir da jetzt um? Da wäre aber noch eine aufgegangen, gell? Ja. Zu spät. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. Und so. Wird da noch ein Palettenstein nachschaut. Ja, der da hinten. Ziemlich voll. Das heißt,
Ja, da haben wir mal überall zwar eine bis auf den einen dort hinten. Aber das kann ich leider nicht mit dem machen. Das muss ich. Mit der Gabel machen. So, du packst kurz da hinterwiesen. Nee. Bingo. Ja, wir haben einen Trakt in der Nähe mit Frontgabel oder Frontaufbau. Ist zwar nicht der schnellste, aber gut zu lenken. Der macht so Arbeit. Hat hinten ein schönes Gewicht da. Perfekt. Bauen wir die Gabel. Ja, genau. Wieder das Steve Cop. Also eine. Passt. Vor Tag vorne eine. Ich sag schon, die Breiten ist anders. Passt schon so. Da ist richtig. Jetzt nur kurz anpasst, das haben wir schon waagerecht. Perfekt. Der passt echt perfekt für die Arbeiter. Schaut das überall. Das sind zwei volle Paletten jetzt drehst. Musst du nur kurz schauen, was und zwar
So Auspuffrell hat er da unterha. Hab mich jetzt gewundert, dass er es immer unten down raucht, aber ich sehe nicht von wo. Hat um einiges zu verkaufen, wenn der Preis einmal passt. Das war jetzt leicht. Da. So, mal kurz aussteigen. Was sagt unser Skriptum? Tomaten. Leere Paletten 15%. Lecce 13%. Ripala 18%. Alle über 10% haben passt schon. 14%. 17%. War 14%. Passt, sehr schön. Dann kümmern wir ums nächste. Fabrik Jofer, der hat keine Weintrauben. Und was war dann auch? Irgendwie der Firma hat gerade vorgeschrien. Ah, genau, die Zuckerpaletten sind voll. Genau. Die tun wir schnell entfernen. Damit die Produktivität nie zu stehen kommt. Stillstand kommt. Das ist wichtig. Was, dann kann ich ruhig das stehen lassen. Er stört er nicht und wenn ich ihn drin braucht, beim Schweinestall. Ah, der Schweineschafstall. Schnell wieder drüben. So. Glaube ich. Sind wir so, glaube ich, schneller. So, die Zuckerfabrik ist bei der Kreuzung rechts. Mein Freund, der musste leider überholen, du bist mehr als langsam. Ein bisschen näher, dass ich nicht immer von da links raus fliege. So, jetzt steige ich mal kurz aus. Was haben wir da? Butter, wahrscheinlich für die Schweine.
glaube nicht, dass ich das für die Kühe verwenden kann. Muss es da, glaube ich, so machen wir gerade vor bei den Paletten, dass ich da so nachher. So, da bei deine vor. Ja. Weil die oberen sonst nicht mit. Habe ich mir fast gedacht. Weißt du? So, nochmal so. Jawohl, damit haben wir alle. Bringen wir da um gleich zur Likörfabrik. Das ist ja der einzige Ort, wo ich die brauche. Likörfabrik. Forsch. Was ist da um? Und so wie wir das abgeliefert haben, also wir machen nachher noch, gehen nachher noch einen Wein holen. Oder die Weintrauben, sagen wir mal so. Und wenn wir die Wein haben, geholt haben, mal schauen, die restlichen Firmen auch durchschauen. Aber bevor wir die Weintrauben holen gehen, PC. Bevor wir die holen gehen, wollen in Ocker anschauen, die Nummer 2, ob der jetzt schön reif ist. Jetzt haben wir nämlich eine Kartoffel drauf. Stopp. Er braucht die Info. Aktuell hinten. Aufleger rechts. Rechts passt. Abladen. Danke. So, und hier. Haben wir irgendwas? Jetzt ist die Frage, was ist das wieder? Ah, da, zeig mir das Info. Okay. Öff. Spreu. Spreu. Damit kann ich Silage machen, oder? Oder was können wir mit dem Spreu machen? Normalerweise Silage, oder? Bin mir gerade nicht sicher.
Das schaut so verdächtig danach aus. Ich weiß, die Säuerfabrik, der macht Schweinefutter. Das bei der Zuckerfabrik war auch Futter. Muss ich testen, ob ich es nicht aber die Kühe verwenden kann. Und Spreu, die vielleicht echt für Silage verwenden. Wenn es einer von euch weiß, darf es mir gerne in die Kommentare schreiben. Hab nichts dagegen. So, wisst ihr, was ich aber jetzt wieder vergessen habe? Auf der Karte nachzuschauen, wie es mit unserem Feld ausschaut. War nur kurz mit dem zur Laktosefirma. Bei wieder falsch von Ben. Die von mir ist Nobby. Schaut's da aus? Jo, wäre auch nicht schlecht, die Paletten weg tun. Packen wir mal da eine, tun wir da noch die Paletten freirahmen. Die untersten drei halt. Da können wir den Paletten herbringen, noch auch noch. Scheiße! Ich hab die Paletten mitgenommen. So. Was du weiter zu. Okay, dann legen wir es halt da ab. Hauptsache schön am Rand. Wird das noch einmal geschalten? Wasser und ablegen mit. So, und wie bringe ich das jetzt wieder? Ich weiß, ich schau gleich aufs Feld. Ich wollte da nur zwei Paletten noch hinschauen, die vielleicht trennen kann voneinander, da so. Ja, das war schon mal nicht schlecht. So, passt. Perfekt. Bald tut mir so das dann separat den Hänger nehmen können. Wieder zurückgeben. Ist halt gerade schick gefragt.
Ein Train. Ihr wisst, habe ich von dem eigentlich was. Perfekt, ich hab's. Habe wieder ausgeschalten, oder? Jetzt mal das ausschalten. Danke. Nicht, dass ich noch mehr. Na komm auf, da. Wenn das nicht wahr sind und wieder so anstrengend wäre. Passt. Da den vorweg ausgestiegen. Wäre bei Leuten 10%. Da kann auch eine herbringen, aber jetzt schauen wir mal. Daher das Feld 2. Aber schon richtig. Noch immer eine komplette Antireif. Das sagt mir gar nichts. Das Hahn ist schon ziemlich lang rot. Aber daher jumpen. Ja, da merkt man, gerade entfernen, da noch nicht. Das schaut aus, als wenn es hier wäre. Aber auch der grünen Wachstumsstufe kommt schon rot. Gerade entfernen. Und wäre es verdorrt, wäre sie braun. Ja. Gut. Passt. Ja. Nee, nee. Ja, also, warum haben wir sonst noch eine Hänge? Ja. Nee. Das haben wir gerade mit Face, mit dem. Da ist der da. Der da. Das ist der Traktor. Sag mal, wo haben das? Was ist denn da überhaupt? Ah, die sehen wir schon. Also der eine Hänger ist. Mal gesagt, bei der Olivenfabrik dort war. Oder? Nein. Das
Gibt's doch nicht. Weg, 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 weg. Ich will nur die Hänger. Du bist wo? Wo ist der? Der ist da drüben. Was ist denn dort? Also, der ist bei der Lebensmittelfabrik. Das kann ich einschalten. Okay, Lebensmittelfabrik, Nahrungsfabrik, ja. Wo ist der zweite? Da ist er. Zweite, wo ist der zweite? Der Likörfabrik. Hä? Okay. Es ist bei beide ein Feindfreund, deswegen habe ich es nicht erkannt, dass es zwei unterschiedliche sind. Nehmen wir den. Halt. Der bleibt da. Mit dem tun wir noch eine Spreu aufsammeln. Wir nehmen einen anderen. Kommt dort vorbei. Ja, der bleibt da, weil der hat die Frontschaufflasche mit dem können wir Spreu noch aufsammeln. Das heißt, du, mit dem fahren wir irgendwo hin, wo ein großer steht. Entweder du hast mir ein bisschen zu wenig Base, um auf den Weinberg zu fahren. Der Case steht bei der Oliven. Na. Der Energy Drink und der New Holland, wo haben wir den Stein? Teil muss doch kurz reinschauen. Der 830. Das geht noch. So, ich würde gerne mit dem New Holland aufgefahren, weil der hat mehr Base wie der Case. Passt, der ist ja klein daneben. Dürft ihr euch da auf der Wiesen treffen. Passt. Nee, 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 da. Und Gas. Nichts gegen den Feind, aber leider tut beim Berg durchaufe. Das mag er nicht. Wir haben es schon testet. Er kommt auf, aber in Schleichtempo. Das da, was da drin ist, müsste Spreu sein. Wir müssen wissen. Sorry. Mir hat gerade die Nase gejuckt. Wie wahnsinnig. Passt und
abhängen. Lass mal da so stehen. Da außen, da eine. Dann nehmen wir den Hänger. So, aber da wir schon 41 Minuten haben, würde ich sagen, das haben wir in die nächste Folge rein. Passt in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Je nachdem, wann ihr schaut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, also in 2 Tagen. Aber ich nehme die nächste Folge jetzt im Nachhinein gleich auf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.